Eine Eisrutsche mitten in Kassel. Hier sieht man sie von oben und von unten. Natürlich sind wir sie auch mal runtergerutscht. Die 70 Meter lange Eisrutsche ist 2018 die Attraktion auf dem Märchenweihnachtsmarkt in Kassel. Schausteller Sebastian Ruppert aus Bad Wildungen hat die Rutsche bei dem Wasserrutschenhersteller Wiegand Melzer aus Rasdorf bauen lassen. Über 200.000 Euro hat sie gekostet. Die Bahn verspricht Spaß für die ganze Familie. Sie ist für Kinder und Erwachsene geeignet. In Säcken können 4 Personen gleichzeitig nebeneinander die Bahn auf der Treppenstraße runterfahren. Eine Fahrt kostet 2,50 Euro, 5 Karten kosten 10 Euro. Bis zu 40 km/h können auf der Rutsche erreicht werden. Sebastian Ruppert will verschiedene Säcke anbieten, mit denen man ein unterschiedliches Tempo erreichen kann. Die Eisrutsche funktioniert nach demselben Prinzip wie eine Eisbahn. Auf Kühlstangen wird das Eis gefroren. Die Rutsche aus Edelstahl besteht aus 6 Einzelteilen, die auf Tiefladern nach Kassel gebracht wurden. Start ist bei McDonald's, das Ziel unten bei Nordsee. Etwa eine Woche vor Beginn des Kasseler Weihnachtsmarktes waren an der Konstruktion auf der Treppenstraße Korrekturen nötig. Damit Stabilität und Gefälle exakt zum Untergrund passen, wurde die Edelstahlrutschbahn oben und unten etwas tiefer gelegt. Der TÜV hat die Rutsche abgenommen. Die Eisrutsche in Kassel ist laut Betreiber einmalig. Nur auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gibt es noch eine Eisrutsche. Die wird aber mit Schnee befüllt. Die Kältetechnik der Kasseler Eisrutsche soll nach Angaben des Herstellers sogar bei sommerlichen Temperaturen funktionieren. Uns bleibt jetzt nur noch eins zu sagen. Viel Spaß beim Rutschen!